Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie ihr Wuten an einer Bodenplatte um 45 Grad anspiegen könnt. Wir haben hier unsere Bodenplatte, die hat jetzt hier zwei Schrägen. Und der erste Step ist, wir müssen jetzt die Bodenplatte mit der ganzen Ebene nach einmal kopieren. Damit wir die Ebenen überhaupt sehen, müsst ihr entweder in euren Layer-Druckset alles auswählen oder ihr geht auf euren Layer-Status und sagt alle Layer bearbeitbar. Unsichtbar natürlich. Jetzt sehen wir die zwei Dachebenen. Ich kopiere mir das Ganze jetzt um 100 Meter nah in die Y-Richtung. So. Und hier arbeiten wir jetzt weiter. Also alles, was diese Ebenen und diese Bodenplatte schneidet, kopiert nach oben. Jetzt gehe ich davon aus, dass wir eine Grundfläche von unserer Route von 1 Meter auf 1 Meter zum Beispiel haben. Und sagen wir mal, hier ist der Punkt, ich messe jetzt da nichts rein. 1 Meter auf 1 Meter. Gut. Ich escape und habe die Höhe vergessen. Machen wir nochmal 1, 1, Höhe 0,50 reicht uns aus. Und jetzt machen wir uns kleine Hilfsschnittchen. Einmal schneiden wir hier und das wird. Und wichtig, wir wollen das komplette Bauteil sehen. Also nicht im Bauteil irgendwo schneiden, sondern schneidet ruhig kurz davor, oder weit davor und weit hinter diesem Bauteil. Und ja, die Höhe der Schnitte möchte ich noch ein bisschen weitermachen. So, genau. Und so. Wir nehmen uns Eigenschaften. Rot. Ich möchte meine 2D-Linien. Also jetzt malen wir sozusagen unsere Wute in den Schnitten. Ich nehme hier den untersten Punkt in der Schräge. Und wenn der Statiker vorgibt, zum Beispiel 25 cm, dann nehme ich das an. Mit Shift, Links-Shift kann ich die 90 Grad hier verwenden für meine Linie. Verschiebt die noch ein bisschen, damit der Kreuzpunkt sich später nicht mit diesem Punkt genau hier trifft, damit ich beim Punkt modifizieren keine Probleme habe. Und jetzt gehe ich mit der Spurlinie 45 Grad nach oben. Dasselbe mache ich hier unten. Spurlinie 45 Grad. Ich verschiebe das ein bisschen, damit ich wieder keine Kreuzpunkte habe. Natürlich war das jetzt ein bisschen dumm, denn wir müssen ja hierher verschieben, unseren Punkt. Dass wir unseren Maß haben, dann muss ich eben die Linie nochmal verschieben. Gut, also ihr fangt immer an der Schräge an, also an der Ansicht, wo ihr die Bodenplatte in der Schräge seht. Selbes Spielchen jetzt hier, jetzt haben wir schon mal die richtige Höhe. Die könnt ihr ja nur aus dieser Ansicht ermitteln und nicht aus dieser. Jetzt ist der Quader schon mal in der richtigen Position, machen wir gleich mal wieder eine waagrechte Linie. Und jetzt gehe ich wieder her und mache mir eine 45-Grad-Linie weit drüber über meine Schnittpunkte, damit ich mit nichts kollidiere. Als nächstes gehe ich wieder in diese Ansicht rein, wo die Schräge ist, nehme diesen Punkt hier und kürze schon mal von der Höhe her das ganze Bauteil bis hierhin, bis zum obersten Punkt. Das ist der höchste Koordinatenpunkt in der Z-Richtung. Jetzt punktmodifiziere ich mir diese zwei Punkte, die hintereinander stehen, und füge sie hier an. Selbes Spielchen hier, Punkt modifizieren an die unterste Kante. Seitenansicht nehme ich mir auch den obersten Punkt. Ich sehe jetzt hier mit der Linie, das ist, Moment, das müsste dieser Punkt sein, den wir hier sehen jetzt, hier und hier. Also diese Kante ist diese Kante, die hier nach hinten führt. Zack. Aber wir brauchen den obersten Punkt. Und der oberste Punkt, der soll sich jetzt auch an diese 3D-Linie schmiegen. Ich mache wieder Punkt modifizieren, ziehe rüber und Flächen kippen. Wichtig, nicht unterteilen, sondern kippen. Sonst werdet ihr es nicht zu 100% korrekt haben, sondern nur zu 90%. Und wir wollen 100% Flächen kippen wieder. Selbe Spielchen auf der anderen Seite. So. Jetzt haben wir alles korrekt. Auch wenn es hier jetzt drüber geht, es ist aber korrekt, weil es jetzt 45 Grad sind. Seht ihr das?
Schaut schon mal super aus. Aber jetzt haben wir natürlich 3D-Körper. Und wenn ihr, wir gehen jetzt davon aus, ihr wollt die Vute auf demselben Teilbild wie die Bodenplatte haben. Ist gängig. Ihr könntet natürlich auch ein extra Teilbild nehmen, dann habt ihr kein Problem, dann braucht ihr jetzt nur den 3D-Körper in eine Ebene umwandeln und da eure Bodenplatte rein versetzen. Aber wir machen es jetzt im selben Teilbild, weil es ein bisschen schwieriger ist und ich zeige lieber den schwierigeren Weg. Ist aber auch nicht extrem schwierig. Wir wandeln jetzt unsere Körper in 3D-Körper um, also unsere Decke. Dazu gehe ich auf Elemente wandeln, sucht einfach den Begriff Elemente, weitersuchen bis Elemente wandeln, komm, okay, jetzt gebe ich es ein, jetzt reicht es mir, wandeln, ja genau, hier Architektur, Elemente wandeln. Hier wählt ihr aus Architektur in Mengenkörper, das heißt alle Architektur wie zum Beispiel Wände, Stützen, Unterzüge, Bodenplatten, Decken werden jetzt umgewandelt in 3D-Körper. Okay, ich hole mir meinen Filter Architekturbauteile filtern. Moment, ich kann aber auch mit Steuerung Rechtsklick hier meine Filter aufrufen und gehe hier auf Architekturfilter nach Architekturbauteilen, suche mir hier meine Decke und sage okay. Und jetzt Kasten rüber. Jetzt ist meine Decke ein 3D-Körper geworden. Jetzt lösche ich mir die zwei freien Ebenenpaare heraus. Ich mache das mal hier ein bisschen größer. Ich bin komplett beim Falschen, oder? Ja, hier sind wir richtig. Jetzt haben wir hier einen 3D-Körper und hier einen 3D-Körper. Den vereinen wir jetzt. Zusätzliche Module. K1 plus K2, Körper vereinigen. Du und du. Jetzt sind die 1. Und jetzt werden wir diese Elemente auch wandeln. Zum Beispiel mit 3D-Körper in Architekturebenen. Wo der drin ist. 3D-Körper in Architekturebenen. Wunderbar. Genau, diesen Befehl brauchen wir jetzt. Wir wählen jetzt unseren 3D-Körper aus und haben jetzt eine Ebene erzeugt. Deswegen ist er jetzt in der 3D-Perspektive unsichtbar geworden. Natürlich könnt ihr jetzt auch den Layer noch ändern oder die Farben. Wollen wir, also ich mache es jetzt nicht mehr. Ich verschiebe jetzt diese Ebenen. Nee. Ich gehe erstmal hier in meinen Grundriss zurück und lösche hier auch die Ebenenpaare heraus. Was passiert? Wir haben wieder eine gerade Bodenplatte. Und jetzt verschiebe ich mir meine freien Ebenen, die ich gerade um 100 Meter entfernt erzeugt habe, 100 Meter weiter rüber. Und ihr seht, die Bodenplatte schmiegt sich den Ebenen an und ihr habt jetzt eure Bodenplatte mit der Vute.